Kollege Uli Grötsch, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe manchmal so den Eindruck, als wäre ich hier oftmals am Rednerpult, um was zu den schrägsten Anträgen zu sagen, die so von Ihnen kommen. Jetzt eben, Herr Hess, haben Sie sich selbst die Krone aufgesetzt, dass Sie Fridays for Future, eine Bewegung, in der sich junge Menschen engagieren, denen die Zukunft dieses Planeten nicht egal ist, sondern die sich für die Zukunft dieses Planeten engagieren, mit Straßenblockaden und Randale in Verbindung bringen und dass sie über diese Bewegung sagen, dass man sie im Keim ersticken muss. Das ist schon wirklich der Gipfel von dem, was ich von Ihnen hier gehört habe. Und dass der Herr mit der Zwischenfrage eben die Initiative unteilbar als unredlich darstellt, das waren hunderttausende Menschen, die für ein freies Land, die für Demokratie und ein Miteinander gekämpft und demonstriert haben, dass sie sowas in Frage stellen. Das sagt viel aus über ihren wahren Charakter und die Gründe, warum sie hier sind. Sie haben das ja gestern im Innenausschuss schon mal gesagt, dass sie Fridays for Future als durch Linksextremisten unterwandert sehen. Heute geht es jetzt darum, die Antifa zu ächten. Und ansonsten, wenn Sie über Extremismus reden, dann geht es bei Ihnen ja um islamistischen Terrorismus. Über Antisemitismus sprechen Sie auch nur im Zusammenhang mit dem Islam, obwohl über 90% aller antisemitischen Straftaten von rechts kommen. Sie haben hier seit Jahren keinen einzigen Antrag zur Bekämpfung des Rechtsextremismus eingebracht. Wo ist Ihr Antrag zum Verbot von Combat 18? Sie wissen doch genauso wie alle hier im Haus, dass das ein rechtsterroristisches Netzwerk ist, das Verbindungen zum NSU genauso hat wie Verbindungen zum Mord an Walter Lübcke. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Wer ist es denn? Nein, Sie nicht, Herr Hess. Wenn es Ihnen ernst ist mit der Bekämpfung von Extremismus, wo ist Ihr Antrag für mehr Geld für das Bundesprogramm Demokratie leben, das Projekte für Demokratie und gegen Extremismus fordert? Stattdessen fordern Sie ganz aktuell die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung, die nächste Organisation, die für Demokratie kämpft und steht wie kaum jemand anderer, zu halbieren. Ich sage Ihnen, Sie sind die allerletzten in diesem Haus, von denen wir uns Ratschläge zur Extremismusbekämpfung abholen. Und Sie, Frau von Storch, weil Sie schon wieder so aufgebracht sind, Sie sind es doch, die einen Film oder ein Buch wie Die Welle so umgedeutet hat, dass sogar der Regisseur dieses Films deutlich oder klarstellen musste, dass es in diesem Film um Faschismus geht, dass er mit diesem Film vor Faschismus warnt und nicht vor Klimaaktivisten oder Linken, wie Sie das behauptet haben. Also, um das nochmal zu sagen, um den Kampf gegen alle Extremisten geht es Ihnen ganz bestimmt nicht. Rechtsextremismus wollen Sie nachweisbar und offensichtlich nicht bekämpfen. Das ist gut aufgehoben bei den demokratischen Kräften in diesem Haus, nicht zuletzt bei der Sozialdemokratie, der Kampf für Demokratie, für ein freies und solidarisches Land sozusagen in der politischen DNA liegt und das seit 156 Jahren. Und deshalb sage ich für meine Fraktion, dass alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesem Land und auf der ganzen Welt immer auch Antifaschisten sind. Und ehe meine Redezeit noch mal schon abgelaufen ist, will ich noch kurz sagen, dass mit den No-Go-Areas haben Sie ja auch verwechselt, Herr Hess. Das hat man nämlich noch vor kurzem national befreite Zonen genannt. Und das waren keine Linksextremisten, die in diesem Land Zonen geschaffen haben, in denen der Rechtsstaat nicht gegolten hat, sondern das waren diejenigen, die ich eher auf Ihrer Seite sehen wollte. Da macht auch ein Anglizismus noch keinen Sommer. Kollege, ich will zum Ende sagen, schenken Sie den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land reinen Wein ein. Zeigen Sie ihnen und sagen Sie es doch offen, was Ihr wahres Gesicht ist. Sie grenzen aus, Sie verbreiten völkisches Gedankengut und Sie sind antibürgerlich, um den Bundespräsidenten zu zitieren. Sie sind die Feinde der Demokratie und der Freiheit in diesem Land. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das Wort für eine